Ja, grüß Sie, guten Tag, guten Abend miteinander. Wieder von meinem Facebook-Kanal. Heute habe ich einen ganz, ganz coolen Gast, Jasmin Hoppan. Sie ist Neurografiktrainerin und Agentin 008, wie sie mir gesagt hat, für ihr Tool, für ihr Werkzeug der Neurografik. Ich war im Februar bei ihr und habe das Werkzeug kennengelernt. Es geht um Zeichnen, um etwas aus Papier zu bringen, was einen gerade beschäftigt. Aber ich kann das jetzt nicht so toll in Worte fassen. Deshalb, Jasmin, erzähl doch mal, was ist oder wer bist du und was ist Neurografik? Und vielleicht bringst du es rüber, warum mich das so total begeistert. Also dieses Bild zum Beispiel, das ist ein neurografisches Bild, ein Familienbild. Ja, vielen Dank, liebe Rosmarie, dass du mich eingeladen hast. Und guten Abend allen, die jetzt gerade zuschauen und zuhören. Es ist mir eine große Ehre, hier Gast zu sein, es liegt mir am Herzen, gerade jetzt in dieser Situation, in dieser Zeit, die Neurografik unter die Leute zu bringen. Ja, wie Rosemarie bereits gesagt hat, ich bin Neurografiktrainerin seit Ende 19. Das ist eine relativ neue Methode. Die kommt aus Russland. Pavel Piskarev hat sie gegründet, hat sie initiiert vor Jahren schon und sie wurde übersetzt ins Deutsche vor 3 Jahren und seither bin ich dabei und mit immer mehr Begeisterung. Was ist es denn, das mich so begeistert? Es ist die Einfachheit, dass es jeder kann. Man braucht keine besonderen Fähigkeiten, um zu neurografieren. Man muss nicht malen können. Man muss noch nicht mal lesen und schreiben können. Man muss keine bestimmte Sprache können, außer jener der Neurografik. Und die ist sehr, sehr einfach, denn sie besteht nur aus 4 Buchstaben. Und das sind nämlich die Linie, der Kreis, das Dreieck und das Quadrat. Und wenn man die 4 zeichnen kann, dann kann man neurografieren. Was dabei abgeht, ist allerdings dicke Post. Ja, weil wir sind ja visuelle Wesen. Der Mensch ist ein visuelles Wesen. Und unser Gehirn ist am allermeisten mit den Augen verbunden. Sprich, es ist angewiesen auf unsere Sinne, die ihm die Eindrücke transportieren, sodass es neuronale Verbindungen schaffen kann, die sofort abrufbar sind in gewissen Situationen, damit wir so und so handeln und nicht anders. Das geschieht, indem wir, wenn wir zu gewissen, mit gewissen Erlebnissen Emotionen verbinden oder Bilder haben, die gespeichert sind, kennen wir das alle, dass wir dann bei ähnlichen Situationen wieder ein ähnliches Verhaltensmuster an den Tag legen. Und das ist nicht immer angebracht. Das ist auch nicht immer nützlich, weil ob wir das jetzt grün, blau oder rot oder gelb mal färben, es bleibt dieselbe Lösung. Und die ist nicht angebracht vielleicht für dieses gerade, dieses eine Erlebnis. Also brauchen wir neue Sachen, die wir dadurch erzeugen können, dass wir durch den Körper, der nicht lügen kann, das Unterbewusstsein, Informationen aus dem Unterbewusstsein über den Körper fließen lassen, durch die Hand zum Stift auf das Papier. Vom Papier wird das Gemalte vom Auge, dem Gehirn vermittelt und das bildet neue neuronale Verbindungen, was unsere Möglichkeiten um ein Vielfaches erweitert. Das ist total spannend. Also ich kann so wie einwerfen, für mich ist es wie Ordnung machen einerseits,
aber so, ich habe gemerkt, es sind neue Impulse, etwas anders zu machen, auf eine Situation anders zu reagieren. Es ist etwas, ein Schalter legt sich um oder mein Verhalten verändert sich. Seit ich das mache, ist bei mir, habe ich ein Werkzeug gefunden, um ein Chaos im Kopf oder im Gefühl auf Papier zu bringen. Und dann beim Malen kommt einerseits der Spaß, die Emotion, aber auch wie so, auch also ich schaue nicht wieder, aber auch so die Freude oder die Ordnung. Und ich merke nachher, bin ich nicht mehr so wütend, ich bin nicht mehr so unsicher, ich bin nicht mehr so ungeduldig. Und es wirkt beim Betrachten und ich bin wie in Ordnung oder gelotet. So. Kannst du das so, ist das richtig? Ist meine Wahrnehmung richtig? Kannst du das so bestätigen? Ja, das ist eine ganz das ist eine ganz, ganz wertvolle Bemerkung, Rosemarie, weil das ist das, was das schon mal bewirkt, ohne dass wir etwas dazu tun müssen. Das ist ja das Geniale, weil es passiert einfach und wir kommen dann in Situationen, da merken wir selber, oh, jetzt habe ich da anders darauf reagiert oder das mache ich plötzlich anders. Es hat dieses Phänomen, dass wenn, wie ein Dominospiel, ja, wenn wir den ersten Stein zum Kippen bringen, dann kann es sein, dass da bis zur Basis, bis ganz weit nach hinten Dinge verändert werden, die wir gar nicht mehr wussten, dass sie überhaupt in unserem System sind. Und die werden harmonisiert. Grundlegend ist ja grundsätzlich ist die Neurografik ein harmonisierendes Tool. Und gerade was du da angesprochen hast, von wegen Ordnung schaffen. Es schafft Ordnung und aus dieser Ordnung kann das alles andere entstehen, was brachliegend ist bis anhin. Und das ist das, also Neurografik ist kein Zaubermittel, aber es enthält dennoch immer wieder magische Portionen, die einen staunen lassen, wow, was ist denn jetzt? Synchronizitäten, die sind an der Tagesordnung, wenn man fleißig malt. Genau. Und das kannst du vielleicht bestätigen. Absolut. Genau. Kann ich wirklich bestätigen. Also es entstehen Situationen und Zufälle, Synchronizitäten sind ja Zufälle. Es passiert wirklich. Und was mich fasziniert, es ist ja wissenschaftlich fundiert. Es ist ja nicht einfach nur so ein bisschen Möckele, wie wir in der Schweiz sagen. Es ist wissenschaftlich fundiert, es werden Synapsen gebildet, das hat mit Neuroplastizität zu tun, das ist bewiesen, es hat mit Quantenphysik zu tun und es macht Spaß. Also es regt eigentlich auch das Kind in uns an und es wird getan. Also Hirn, Herz und Hand werden zusammen in eine neue Kreation geschaffen. Das mich begeistert das maßlos und ich mache es wirklich täglich. Und genau, Fragen, gibt es noch irgendwas Essentielles, das wir als Background wissen müssen, oder würdest du uns gleich ein Beispiel bringen, dass wir so in die Tat kommen können? Vielleicht möchte ich da noch anknüpfen an dem, was du jetzt gerade gesagt hast, was ich selber erlebt habe. Man kommt in eine tiefe, tiefe Stille rein und in dieser Stille sind alle Antworten, auf alle Fragen, die man jemals haben könnte. Und was dann geschieht, dann das ist wieder so wunderbar. Wenn ich jetzt eine Entscheidung fälle, dann hat mein Verstand nichts mehr dagegen. Ja. Da kommt keiner mehr und hat Einwände. Ja. Sondern es ist eine Linie mit Herzverstand und der Körper und alle Anteile von mir sind dann in dieser Entscheidung dabei und sie helfen alle mit. Also es ist dann so ein Kraftpaket, welches losgeht. Ja. Und weil wir stellen uns ja immer selber die Hindernisse und wir räumen es mit der Neurografik aus dem Weg. Genau. Also Hirn, Herz und Hand sind dann so wie ein Magic Dream Team.
Die, genau. Ja, also erlebe ich es. Ja. Super. Super. Ja, so schön. Gut, würdest du uns ein Beispiel geben, wie man das macht? Ja, gerne, gerne. Also ich würde dann eine sehr schnelle, weil jetzt da von der Zeit her halt man, genau, Neurografik braucht etwas Zeit, aber sie schenkt auch Zeit. Ja. Denn die Zeit, die wir aufwenden, um zu neurografieren, die können wir danach mit Dingen halt viel besser umgehen. Also wir haben dann viel ein besseres Zeitmanagement. Ich zeige euch eine kurze Fassung einer Entladung beziehungsweise einer Auflösung von Einschränkungen, die dafür da ist, wenn man jetzt zum Beispiel Spitzensituationen hat, die einem wütend, traurig oder auch körperlich halt an eine Grenze kommt, bei der man denkt, jetzt geht es dann nicht mehr, dann kann man diese Spitze buchstäblich abrunden, indem wir eine Blitzentladung machen. Super. Natürlich für eine Nachhaltigkeit wäre eine ganze Entladung mit allem, was dazugehört, vom Algorithmus effizienter, aber das hier, was ich euch jetzt zeige, das nimmt solchen Spitzensituationen schon mal die Spitze. Ja, und für eben, das ist jetzt auch ein bisschen so ein Einblick, und wenn man sich wirklich tiefer befassen möchte damit, dann gibt es bei dir Informationen und Kurse, und man kann sich auch mal auf YouTube schlau machen, aber ich kann wirklich Jasmin empfehlen als Kursleiterin. Aber für den ersten Einblick so eine Kurzentladung, Blitzentladung, Stressentladung, das wäre super. Ich stelle jetzt schnell auf Pause, damit du dich einrichten kannst. Gell? Gerne, gut, gerne, ja. Vielleicht? Danke. Okay, also Jasmin, die Kamera läuft. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du uns zeigst. Also, die Blitzentladung, die kann, ich habe jetzt hier ein A4-Blatt, aber das geht durchaus auch mit der Hälfte. Es ist nicht relevant, wie groß das Blatt ist bei einer Blitzentladung. Es geht ja darum, eben eine akute Situation zu harmonisieren, runterzufahren erstmal. Und da braucht es einen Stift, der etwas aushält. Sprich, wenn wir entladen, werden wir Druck auf den Stift ausüben. Und da ist es gut, wenn das einer ist, der diesen Druck aushält, dass der nachher nicht gleich gekübelt werden muss. Ich nehme jetzt die halbe Seite, und das geht so. Ihr seid jetzt zum Beispiel in einer Situation, was weiß ich, Wut, ja? Wut wegen irgendetwas, was euch jetzt gerade immer ständig beschäftigt. Das ist ja meistens dann etwas, das sich aufbaut, weil es im Kreisverkehr ist, gedanklich. Und zum Beispiel die Enge mit der Quarantäne wäre ja was. Zum Beispiel ja, genau, die Enge. Also es ist so eng. Die Enge, dieses nicht aus sich raus können, weil wir nicht aus den Häusern rausgehen können, so wie sonst. Genau. Das kann auch ein Thema sein. Und wenn das jetzt so ist, egal was für ein Thema das ihr wählt, dann müsst ihr euch nicht in die Situation selber versetzen, zwingend, so dass ihr das so erlebt, sondern ihr atmet sie so wie mit Schnappatmung ein. Ja? Ich zeige jetzt das mal kurz, und dann drehe ich das Blatt um und mache das nochmal mit euch. Also einfach mal, damit ihr seht, wie so eine Blitzentladung geht. Ich nehme jetzt gerade das Beispiel, welches du mir gegeben hast, Rosemarie, dieses fast Gefühl des Eingesperrtseins, das Beschneiden der eigenen Freiheiten, und es revolutioniert in mir drin. Also ich mache diese Schnappatmung und dann entlade ich 3 bis 5 Sekunden, raus damit. Und dann erstmal richtig ausatmen. Atmen, atmen. Und alles, was nicht mehr
drin ist und was hier auf dem Papier sich zeigt, ist nicht mehr in meinem System. Okay? Vielleicht mache ich das gleich jetzt hier weiter. Mhm. Ja? Das sieht schon mal nach Stress oder Chaosentladung aus. Genau, das ist es auch. Und das ist jetzt hier auf dem Papier, habe ich hier nicht mehr drin. Jetzt, weil es eine Blitzentladung ist, mache ich das, was ich sonst mache, nicht. Ich gehe aber und führe alle diese losen Nasen und Enden führe ich raus ins große Feld, raus damit, raus aus meinem Feld hinaus in das, was es auffangen kann, weil die Erde und unser Umfeld und alles, was ist, ist sehr bereitwillig da, uns zu helfen, all dies zu harmonisieren, was uns aus der Balance bringt. Einfach mal raus damit, raus. So. Und dann, damit das möglichst schnell eine andere Form bekommt, wo habe ich da so bereits Kreise, die da ist ja schon einer, der bietet sich ja an, da mache ich den einen Kreis daraus, das harmonisiere ich schon mal. Und da bietet sich ein Ei an. Ein Ei ist ja ein Geburtsgeber, also es ist denn da gebiert was Neues. Und hier habe ich auch wieder einen Kreis, den mache ich so groß wie er sein will. Und dann mache ich da draußen noch Helferkreise, die mir helfen, dieses ganze Gewusel in Ordnung zu bringen, bevor dass ich in die Details gehe. Einfach, dass da mal das Ganze, das Große hier mal ausgeleitet wird, sozusagen. Es ist so wie ein Ausleiten von angestauten Emotionen und es harmonisiert sich bereits. Es ist bereits sehr in der Harmonie. Allein durch den Kreis, der per se schon die harmonische Figur ist. So, und die leite ich dann auch wieder raus und gebe ihnen die Möglichkeit, sich dort zu verbinden, wo sie möchten. Was vielleicht noch wichtig ist, das zeige ich euch hinten, eine neurografische Linie ist nicht das da und es ist nicht das da, ja? Eine neurografische Linie richtet sich nach der Natur und in der Natur ist alles bionisch, sprich es gibt keine geraden und sich ständig wiederholenden Muster, sondern die neurografische Linie, die läuft so, ja? Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr das mal machen auf einem Blatt Papier, nur so Linien, nur diese Linien, die dürfen sich kreuzen, die dürfen sich wiederholen, die dürfen verlaufen, wie sie wollen. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr Mühe habt, weil der Verstand sagt dann immer, was machst du denn da? Das bringt doch nichts, das ist doch nichts Schönes und so weiter. Dann schaut einfach die Spitze, Joker, entschuldigt, dann schaut auf die Spitze des Stiftes und lasst den Stift in der Hand locker fließen. Mhm. Das wird euch zu den Linien führen, die so unregelmäßig sind, dass sie eben nicht mehr vom Verstand gesteuert werden oder von dem, was wir in der Schule gelernt haben. Also Verstand, zu Verstand, also Verstand ist die Kontrolle oder alles im Griff haben wollen, oder? Ja, er kennt ja nichts anderes. Er kennt das ja nichts anderes. Er hat ja diese Bereiche, für die er verantwortlich ist, für die wir ihm übergeben haben und auch für die wir uns auch in gewissem Maße versklavt haben. Ja. Und das lösen wir auf mit dem hier. Und er ist überaus willig, sobald er merkt, es geht ihm nicht an den Kragen, dann macht er da auch mit. Und das ist dann wunderbar. Eben, der Kreis ist per se schon die Harmonie. Und dann, wenn ihr diese Kreise mit allem verbunden habt, was jetzt schon auf dem
platt ist. Man kann nie zu viele Linien machen. Nie. Ihr könnt so viele Linien machen, wie ihr wollt. Sie müssen einfach von Rand zu Rand gehen. Weil ihr müsst bedenken, das hier ist ein ganz kleiner Ausschnitt von unserem Gehirn, ja, welches wir jetzt bearbeiten. Das ist aber sehr viel größer und wir wollen, dass das Ganze, was wir da machen, auf das ganze Gehirn Einfluss nehmen darf. Und ohne Einschränkung. Wenn ihr etwas mehr Zeit aufwenden möchtet, das wäre eigentlich schon die Spitze abrunden. Ja? So in dem Sinne, wir können oben schon mal sitzen auf dem Berg. Ja? Wir müssen nicht mehr balancieren, weil die Spitze so spitzig ist. Aber noch schöner ist und noch harmonisierender ist es, wenn ihr danach alle Ecken, die ihr antrefft, wirklich alle euch die Zeit nehmt, meditativ abzurunden. Ja? Und eine Abrundung, die kann ich euch noch zeigen, die ist, wenn sich jetzt da zwei Linien treffen, haben viele Leute die Tendenz, so abzurunden. Ja? Das kreiert aber 8 Ecken statt 4. Ja? Jetzt richtig abgerundet, das ist nein. Richtig abgerundet ist, wenn ich so abrunde. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Man sieht es sehr gut. Es ist sehr gut verständlich. Okay. Ja, genau. Das da ist abrunden, ja. Und das wäre das, wenn ihr mehr Zeit aufwenden möchtet und könnt, dann macht ihr das hier noch. Und warum rundet man einfach alle? Warum rundet man ab? Genau, weil die Energie, die da fließt, wenn ich jetzt das so zeige, ja, wenn jetzt hier Energie zu fließen kommt, dann kann die nirgends anders hin als geradeaus weiter. Mhm. Sie kann das nicht, diese Ecke auch nehmen. Das geht nicht. Also sie muss sich gezwungen hier entlang zu gehen. Mhm. Wenn ich aber hier abrunde, und zwar alle Ecken, erstens mal harmonisiere ich hier diesen Bereich, diese Kreuzung, weil überall, wo eine Kreuzung ist, entstehen Synapsen. Genau. Wenn ich mal harmonisiere, dann biete ich der Energie die Möglichkeit, sie kann von hier darüber gehen oder darüber und sie kann beliebige neue Verbindungen schaffen, indem dass sie sich dann auch selbstständig zu einer anderen Kreuzung begibt und da wiederum weitergeht. Ja. Also das ist dann so ein Bieten von allen möglichen Varianten, weil wir wollen ja die Möglichkeiten öffnen und nicht bereits von Anfang an restriktiv wirken. Das heißt auch Kreation, neue Lösungen suchen für Probleme, die man noch nicht so klar weiß, aber indem, dass man hier neue Energieströme aufmacht, finden sich Lösungen außerhalb der Box. Also out of the box ist das ein bisschen. Man öffnet neue Bahnen für neue Lösungen und es ist zugleich ein Stressabbau oder eine... Ja, es ist ein Stressabbau, das auf jeden Fall, das ist einmal primär, weil alles, was Stress erzeugt, ist nicht im Jetzt verankert. Alles, was Stress erzeugt, ist irgendwo, sei es in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber nicht hier. Und wir können ja das, was wir jetzt verändern möchten, können wir nur machen, wenn wir uns in die Gegenwart bringen. Ja, sonst geht das nicht. Super. Und das ist was immer. Und was immer dann geschehen wird, wir dürfen vertrauen darauf, dass das mit unserer Persönlichkeit und mit unserem Naturell kompatibel ist. Yeah. Und nicht das, was einem vorgegeben wird, sondern das, was aus mir herauskommt, zeigt sich hier auf dem Papier. Mhm. Und das berührt in jedem Fall. Mhm. Das erzeugt auch Motivation, weil ich sehe, je mehr ich male, sehe ich, was ich sonst noch drin habe, was ich sonst noch für Wege gehen kann, dass ich da absolut keine Grenzen habe. Das ist
Aber das ist jetzt halt so mal so eine richtig wirklich Not, also so ein Notfallkoffer, kleines Köfferchen, genau. Wo also wirklich so eine Spitzensituation. Also ich persönlich habe das schon mal gemacht, als ich nachts aufgewacht bin und Chaos hatte, dann bin ich aufgestanden und habe eine Blitzentladung gemacht und gut war. Also genau. So, dass dieses halt auch nutzen. Ja, das mache ich auch, weil jetzt die Nächte ein bisschen seltsam sind mit diesen seltsamen Tagen. Also ich mache das wirklich nachts um 2 oder 3, wenn ich irgendein Thema habe, das mich beschäftigt oder wenn irgendwas im Körper sich manifestiert, dann mache ich das wirklich. Und dann lege ich es zur Seite und kann wieder weiter schlafen. Genau. Und im Vertrauen, dass das im Schlaf weiterwirkt. Ja. Das ist noch genial. Genau. Weil wir aktivieren im Gehirn etwas und das arbeitet weiter, währenddem wir schlafen. Ja, super. Und ja, das ist so. Ich komme wieder zurück zu euch. Ja, ich glaube, das also, Jasmin, ich finde es total cool. Das haben wir wirklich einen Einblick bekommen. Und eben, also ich bin total Fan. Wann war das? Mitte Februar und jetzt haben wir Ende März. Also ich mache es wirklich fast täglich. Ich bin ja Kunsttherapeutin, habe schon einige Werkzeuge gelernt, wie man das Unterbewusstsein, das Überbewusstsein, das kollektive Bewusstsein anzapft. Aber das ist eine Methode, die mich so überzeugt, eben weil das Hirn eingeladen wird. Das Herz ist dabei und die Hand und ich bin wirklich Fan. Und jetzt, wenn man mehr wissen will, ich habe gehört, du machst morgen oder am Samstag einen Kurs, bietest du an, per Zoom auch? Per Zoom, ja, das ist mein erstes Zoom, welches ich selber, ich habe mir immer Leute vorher ausgeliehen, die mir ihr Zoom geliehen haben und jetzt habe ich selber. Okay. Also, vielleicht braucht man dann etwas wenig Geduld die ersten paar Minuten, aber das ist so ein Mini, auch wieder so ein Mini-Ding, wo ich aber die Kombi anbiete, erstmal Basics, Infos über die Neurografik und dann malen wir ein Bild vom im Zusammenhang, die Kombi vom Kristall von Masaru Emoto, die Liebe und Dankbarkeit plus die 40 Kreise, die stabilisierend sind für das Immunsystem, weil ich überzeugt bin, dass alles, was im Moment auf uns einprallt, ja, das prallt ja, man kann sich dem gar nicht richtig entziehen, das schadet unserem inneren Wasser. Und weil wir 70-80% aus Wasser bestehen, habe ich diese Kombi bekommen, sage ich jetzt mal. Genau. Wie auch immer. Und habe es jetzt schon zweimal unter die Leute gebracht, also mit hoher Wirksamkeit, also es harmonisiert das innere Wasser und das ist schon mal sehr, sehr vieles. Oh, super. Ja, ich werde den Link unten hinstellen. Und wenn jetzt jemand sich noch weiter interessiert, dann kann er bei dir auf der Homepage sich schlau machen. Und sobald es wieder offline geht, kann man Kurse besuchen und sonst sich halt einfach schlau machen. Es gibt wirklich Material im Internet auch. Ja. Ja. Es gibt, wir sind inzwischen gut 30 Trainer in dem deutschsprachigen Raum. Mhm. Und es gibt auf YouTube kostenlose Filme, die man schon mal mitmalen kann. Natürlich hat jeder da seine Präferenzen. Wie für mich ist Neurografik halt auch ein Transportmittel, ein geniales Transportmittel für alles, was mir wichtig ist im Leben mitzuteilen. Mhm. Und jeder macht es halt auf eine andere Art. Der eine mehr auf Business, der andere mehr auf die Persönlichkeit, der andere mehr auf Familie. Also es ist so sehr, sehr bunt gemischt und es hat für alle etwas. Ja, genau. Super. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich das weitergeben kann, insbesondere jetzt, weil dieses Tool sehr selbstständig angewendet werden kann. Ja. Und man nicht immer jemanden braucht. Genau.
Genau. Ja, super, Jasmin. Ich finde es echt cool. Ja, und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gibt es noch etwas, ein Abschlusswort? Oder sonst sagen wir einfach Tschüss. Habt viel Freude mit der Neurografik. Verlasst euch an. Ja, anfixen. Vielleicht das Schlusswort ist Kreativität, die eigene Kreativität zu wecken und zu leben, verändert alles. Ja. Alles. Ja. Und das hat man, das kann einem niemand nehmen. Das danke ist in einem drin, ja. Genau. Also vielen Dank, Jasmin. Genau. Und ich freue mich sehr bald wieder in dich zu sehen. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Tschüss.